Wie lange gibt es die Firma Haunia eigentlich? 79, 80. Oh, okay. Mhm. Da war ich 5 Jahre alt. Da gab es mich noch lange nicht. So weit. Da war ich nicht mal ein Gedanke. Ja, hier sind wir in der Entwicklungswerkstatt. Hier passiert quasi eigentlich so immer, hier passieren die ersten Schritte, wenn man so möchte. Mhm. Zum Beispiel haben wir hier gerade ganz neu den Audi RS6 Avant. Mhm. Der hat jetzt von uns ein Upgrade bekommen mit Gewindefedern. Gewindefedern muss man sich vorstellen, man hat den originalen Stoßdämpfer. Dieser originale Stoßdämpfer gibt es ja mittlerweile bei vielen Fahrzeugen. Beim RS6 zum Beispiel ist es immer mit der adaptiven Verstellung. Okay. Es gibt aber auch zum Beispiel den Golf oder den Audi mit und ohne. Aber auch mit Lift. Den gibt es mit 2 Optionen Fahrwerken. Okay. Den gibt es einmal mit einem serienmäßigen Luftfahrwerk. Mhm. Und dann gibt es den einmal mit diesem RS Dynamic Sportfahrwerk mit DRC. Okay. Dynamic Ride Control nennt sich das. Das lässt sich im Innenraum. Der liegt aber gut. Guck mal jetzt. Der lässt sich im Innenraum und der ist gerade noch ausgefedert. Also wenn wir jetzt noch einen Meter vor uns zurückfahren, dann würde der tatsächlich auch noch ein bisschen kommen. Harry, du fährst jetzt auch wahrscheinlich eine Runde. Cool. Dann sehen wir das Auto auch mal jetzt, während er fährt. Da haben wir jetzt Gewindefedern für produziert. Okay. Der Harry ist vom TÜV Rheinland. Der macht bei uns die Abnahmen. Genau. Das heißt, alle Autos, die bei uns zur Entwicklung kommen. Ja. Werden alles hier abgenommen. Genau, die Erstprüfungen und die Erstverbauten passieren hier. Mhm. Das Entwicklungsteam kommt, nimmt die ganzen Seriendaten vom Fahrzeug auf, gibt diese hinten an die technischen Kollegen weiter aus der Technik. Die legen quasi eine Feder vor oder ein System vor, okay, was natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Entwicklungswerkstatt passiert. Und dann werden die ersten Prototypen hier im Fahrzeug verbaut. Meistens sogar schon auch gleich die Serienteile, also die wir dann in Serie fertigen werden. Aber hier erfolgt erstmal der Prototypenbau. Erstmal gucken, passt alles, wird alles eingehalten, wie ist die Fahrdynamik und so weiter und so fort. Und dann wird auf das Serienprodukt umgerüstet. Dann kommt der TÜV ins Hause, zum Beispiel wie der Harry. Der prüft das Fahrzeug hier bei uns ab, mhm, auf sämtliche Werte mit auf Beladung, Feuerprobung, genau. Da wird TÜV-Gutachten geschrieben. Hier wird das Teilegutachten, also alle Prüfungen gemacht für die Gutachten. Um später, einen Tag später, eine Woche später, einen Monat später ein Teilegutachten zu erstellen. Okay. In der Regel ist der TÜV bei uns so schnell, dass wir innerhalb von einer Woche, manchmal sogar, wenn es ganz eilig ist, einen Tag später das Teilegutachten haben. Heißt also, RS6 ist jetzt hier gerade überprüft. Ich lege dem Harry jetzt mein Anliegen an, dass ich das Gutachten sofort brauche. Dann hätte ich es morgen. Oh, okay. Ja, krass. Das geht also auch. Sehr, sehr krass. Danke. Ja, genau. Das Schöne ist jetzt zum Beispiel bei diesen Gewindefedern, auch speziell beim RS6, mhm, dass man den original verstellbaren Stoßdämpfer hat und das Fahrzeug aber trotzdem in der Höhe verstellen kann. Du hast also eine Art Gewindefahrwerk und kannst dir das Auto millimetergenau in dem von uns vorgegebenen, freigegebenen Bereich in der Höhe nachträglich verstellen, was natürlich eingetragen werden muss. Teilegutachten wird mitgeliefert. Und kannst dir das nach deinem Wunsch entsprechend einstellen. Cool. Das heißt, du hast klar eine Tieferlegungsfeder, die ist statisch. Du kannst die Höhe nicht verändern. In dem Fall ist es wie beim Gewindefahrwerk. Du kannst es verändern und hast sogar noch die Option mit der Verstellung. Wenn diese Fahrzeuge irgendwann mal eine gewisse Lebensdauer erreicht haben, einen gewissen Verschleiß erreicht haben, dass ein dieser Originalstoßdämpfer defekt wird, was ja völlig normal ist durch den Verschleiß. Und dann natürlich der Kunde sich dann, wenn das Auto mal in zweite oder dritte Hand geht, der Kunde sich dann entscheidet, oh, ein Stoßdämpfer kostet beim Fahrzeughersteller eine utopische Summe, dass man sich dann überlegt, weißt du was, ich rüste um auf Gewindefahrwerk, habe einen Bruchteil der Kosten, habe aber trotzdem eine enorme Performance, auch noch eine ganz andere Tieferlegungsmöglichkeit, weil man ja natürlich nicht durch die Originalkomponenten beschränkt ist. Und das wird dann zum Tragen kommen. Okay. Genau. Aber nach wie vor beides tolle Produkte. In dem Fall die Gewindefeder wirklich eine schöne Alternative, auch kostengünstiger. Du kannst natürlich auch die Verstellmöglichkeit deaktivieren mittels Stilllegungen, die wir auch anbieten für sämtliche Fahrzeuge und kannst dann natürlich auf dem Gewindefahrwerk umrüsten und hast auch keine Fehlermeldungen im Display und die Fahrzeugelektronik macht dann auch da keine Probleme. Mhm. Genau. Sehr so, schön. Der Harry fährt jetzt mit dem RS6 raus und wir gucken uns das Auto mal während der Fahrt mal an. Also der Sound, da bekommt man schon Gänsehaut, ne? Serienmäßig. Ja. Also der RS6 ist wirklich ein echt krasses Auto. Ein Wahnsinnsauto. Wirklich. Groß,
Also der alte Vorgänger 4G wirkt dagegen wirklich klein, obwohl das schon ein sehr starkes Auto war. Wir haben serienmäßig 22 Zoll an Bord. Ja, mit der Tieferlegung wirken die sehr groß, ne? Ja. Weil ohne Tieferlegung wirkt das so ein bisschen, finde ich, zu klein, die Räder, ne? Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn du das Fahrzeug so siehst, brauchst du dann noch mehr Tieferlegung? Da, hier? Gar keinen Fall. Also das Auto, jetzt ohne euch zu loben, das Auto ist perfekt. Guck mal, die Hinterachse lenkt mit. Ja. Ja, richtig cool. Das sieht man bei dem Fahrzeug sehr stark. Jetzt erfolgt die Fahrerprobung. Das sind in etwa zwischen 30 und 50 Kilometer auf ganz normal öffentlichen Straßen. Da bekommt der TÜV-Prüfer, um das natürlich entsprechend prüfen zu können, auch ein Gefühl fürs Auto. Wie ist die Abstimmung? Boah, der liegt perfekt. Ja, da braucht es nicht mehr. Das sind jetzt Gewindefedern? Das sind rein Gewindefedern. Oh, okay. Genau, eine Tieferlegung von um die 40 bis 45 mm gegenüber der Serie. Habt ihr die eingestellt oder hat der TÜV-Prüfer gemacht? Nein, das machen wir. Oh. Wir geben immer, wir prüfen die Fahrzeuge immer mit dem tiefsten Bereich, also mit der tiefsten Einstellmöglichkeit, weil wenn du natürlich das Fahrzeug hoch präsentierst und wir selber den tiefsten Bereich nicht prüfen, können wir auch gar nicht überprüfen, ob die Freigängigkeit gewährleistet ist, Einfederwege, Ausfederwege. Ich habe eine Frage. Gerne. Wenn ich Gewindefeder kaufe bei euch, ja, einen Satz verbaue, darf ich mit der Höhe spielen, TÜV-technisch? Ja. Oder ich lasse die eintragen mit 40 mm Tieferlegung und ich sage, okay, das ist mir doch zu tief. Ich habe jetzt andere Räder, 21 Zoll statt 20, mache ich ein bisschen höher. Ja. Ist das immer noch TÜV-zulässig? Immer noch TÜV-zulässig in dem Bereich. Und die neue Höhe müsstest du rein theoretisch immer wieder eintragen. Also muss ich quasi, da muss ich wieder eintragen. Aber also vom TÜV-Teilergutachten steht wahrscheinlich von bis. Genau. In unserem Gutachten steht zum Beispiel an der Vorderachse hast du einen Einstellbereich von zwei definierten Punkten. Federauflage bis, ich sag jetzt mal, entweder zur Dämpferbefestigung oder Auflage an der Karosserie. 20 bis 40 mm. Das heißt, du darfst den 2 cm hoch und runter schrauben in diesem Bereich. So, und wenn du jetzt den... Da war er. Und wenn du den jetzt zum Beispiel auf der tiefsten Einstellung überprüfen lässt, die Abnahme machen lässt, dann ist das Fahrzeug mit dem Ist-Stand abgenommen. Wenn du jetzt aber 3 Monate später sagst, ich fahre eine andere Radreifenkombination und möchte den 10 mm höher haben, dann kannst du das machen, weil wir geben ja 20 mm Bereich vor. Okay. Muss dann nur zum TÜV und lässt die neue Höhe wieder eintragen. Okay. Genau, und dann ist das Thema aber wieder legal. Aber kann man nicht eintragen, dass man sagt, okay... Es gibt auch TÜV-Prüfer, die stellen den Bereich ein. Das heißt, die Überprüfung am Auto bedarf etwas mehr Zeit. Okay. Der prüft dann einmal den tiefsten Punkt und den höchsten Punkt und trägt dann einen Verstellbereich von bis. Okay. Ne, das heißt, da bist du nicht gebunden. Okay. Aber ich sag mal, der herkömmliche TÜV oder die Prüfstellen, ist ja nicht nur der TÜV, sondern die Prüfstellen, die tragen immer eine definierte Höhe. Da kommt jetzt auch gerade der Golf 8. Da haben wir auch die Gewindefedern für gemacht. Wir haben in den letzten 2 Wochen schon bereits Autos hier gehabt für die Tieferlegungsfedern, für die Datenaufnahme, für die Gewindefedern. Dieses Auto wurde jetzt bestückt mit unseren Gewindefedern auch, das neue System. Das ist jetzt in dem Fall auch der tiefste Einstellbereich. Leider hat dieses Fahrzeug jetzt relativ kleine Winterreifen drauf. Also der Golf 8, natürlich klar, neues Auto, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie findest du ihn? Also ich finde das Auto wirklich nicht schlecht, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Was sagst du zu dem meist diskutierten Bauteil aktuell? Ich fand das schon eigentlich nicht schlecht bei dem, darf ich ja sagen, Kia Stinger. Der hat das auch so. Ja. Ja, und ich fand das nicht schlecht. Das zieht den Schein einfach so ein bisschen in die Länge. Ja. Dieses Auto hat ein Problem. Das heißt? Der Golf 7 war zu stark. Okay. Der tritt in sehr, sehr große Fußstapfen. Der 7er war so perfekt aus. Das ist der Golf 8. Ah, ja. Beide gleich. Ja, ist auch richtig so. Der Golf 7 war einfach so perfekt, finde ich. So sportlich, so. Der konnte alles. Vom Heck, Front, Seite, Linie, alles. Das ist der Golf 8 eigentlich nur schwer haben konnte. Und ich sag mal, das ist die neue Designsprache. Ich finde ihn auch gut. Ich bin auch mal auf die GTI und auf die Sportmodelle gespannt. Fahren tut er wirklich super. Aber guck mal, ist so schön. Display ein bisschen klein. Das Tacho, oder? Finde ich ein bisschen klein. Und Schalter, ich mag keine Schalter. Aber ja, so sieht es okay aus. Also VW ist immer so sehr aufgeräumt, finde ich. Ja. Im Innenraum. Neue Designsprache, genau. Ja, und hier haben wir eine Tieferlegung von 40 bis 50 mm.
gegenüber der Serie. Der ist jetzt 40 vorne 50, tiefer vorne gelegt. 50, hinten 40 mm tiefer gelegt. Wie gegenüber. Hoch war der vorher? Sehr hoch, ja. Ja, rechne vorne 4, hinten 5 cm. Und der stand halt auch hinten noch deutlich höher. Deswegen wir auch an der Hinterachse 10 mm tiefer konnten. Das klingt erst immer komisch. Ja, warum ist das Auto hinten 10 mm tiefer als vorne? Weil der Wagen serienmäßig einfach leicht schräg steht, haben wir den halt eine schöne Linie verpasst, dass er halt diese 40 und 50 mm Tieferlegung verfügt. Cool. Aber dann muss er SUV-Zulassung bekommen. Serienmäßig. Serienmäßig, ja. Also so ist aktuell der Plan. Als nächstes folgt das Gewindefahrwerk auch für das Auto, die Stabilisatoren für das Auto. Federn haben wir jetzt schon im Programm. Beim RS6 das gleiche und dann... Die Werkstatt hier, baut ihr auch, wenn ich sage, okay, ich will bei euch Federn für einen Golf 7 kaufen, darf ich zu euch kommen und die hier einbauen? Leider nein. Okay. Die Entwicklungswerkstatt ist auch rein nur für die Entwicklung. Okay. Das heißt, wir machen keine Endkundenmontage hier. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Wir haben jede Woche zwischen 3 und 4 Fahrzeuge, neue Fahrzeuge hier. Und wir kommen rein... Neue Entwicklung? Ich sag dir ganz ehrlich, wir könnten noch 3 Werkstätten bauen und ich würde den Markt immer noch nicht auf einem Schlag sättigen können. Es kommen jeden Tag so viele unterschiedliche Ausführungen raus. Alleine bei dem Auto, du hast einmal die Mehrlenker-Hinterachse, du hast die Verbundlenker-Hinterachse, du hast ein Allrad, du hast einen Frontantrieb, du hast einen schweren Motor, du hast einen leichten Motor. Bei BMWs ist es das Gleiche, du hast einen Kombi mit Allrad, okay. Kombi mit Heck. Du hast so viele Variationen, die du halt prüfen musst. Enorm. Also wirklich enorm. Also wir hatten noch gar nicht die Zeit, hier Endkunden abzufertigen. Dafür gibt es ja dann die Tuner wie euch, wo wir dann gerne die Kunden hinverweisen und die dann da den einbauen. Sehr schön. Ja, leider ist die Zeit viel zu schnell vergangen. Mit dem Cello ist das immer lustig. Ob auf den Messen oder Aftershow-Partys oder hier, dass ihr uns den Betrieb hier zeigt von Haun her. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr schön. Wie immer auch du, kann ich nur zurückgeben. Sehr lustig. Das ist echt ein super feiner Kerl, aber jetzt nicht irgendwie wegen Business, sondern wir kennen uns ja auch privat sehr gut und immer wieder witzig. Wörthersee steht vor der Tür. Genau, spätestens am Wörthersee sehen wir uns auf einem Gemeinschaftsstand. Genau, richtig. Wer ist da alles? Borbet? Die Firma Borbet, die Firma Akrapovic, ja. Prior Design, H&R, Reifen.com, Abt Sportsline, das war's. Apropos die Abt-Jungs, ich fand die richtig cool. Ja. Ich habe jetzt nicht böse gemeint. Ja, ich fand, Abt war für mich so ein bisschen immer nicht so erreichbar. So ein bisschen, okay. So ein bisschen so auf Abstand, die wollen quasi mit mir nichts zu tun haben oder so weiter. Aber wo ich die Jungs am Wörthersee kennengelernt habe, waren die echt cool drauf. Also, cool. Ja, die Abt-Jungs sind genauso locker und entspannt. Man muss die, glaube ich, nur kennen. Ich finde immer, die Branche zeichnet sich ja dadurch aus. Viele denken natürlich, große Unternehmen, man ist nicht erreichbar. Genau. Genau, aber das ist ja gar nicht so. Das dachten viele Kunden von mir auch. Ehrlich? Ja, die haben, also seitdem ich Videos mache, die hast du hoffentlich gesehen, alle. Ja, klar. Und alle Kommentare auch gelesen. Ja. Hast du dich? Ich gucke sie mir an. Viele schreiben, ach, das ist der Chef von Prior Design, der ist so locker, der ist sympathisch, vielen, vielen Dank nochmal für den Lob. Ihr wisst teilweise gar nicht, wie der ist hinter der Kamera. Da ist er noch viel lustiger. Da schmeißt ihr euch komplett weg. Ja, jetzt habe ich den Abt kennengelernt. Was ich schade finde, dass ich nicht mehr den Richard Hamann kennenlernen dürfte. Oder den, ja, Richie Hamann war ein sehr enger Freund auch von Christian und Heinz. Das war ein Funskerl. Das war ein Vorbild von mir. Also ich muss sagen, ich war früher, also vor 19 Jahren, das erste Mal auf der Motorshow in Essen. Mhm. Und ich stand vor seinem Stand mit Hancock zusammen und habe gedacht, mein Gott, das ist meins. Viele Vorbilder sind leider nicht mehr da. Zu früh verstorben. Deswegen sollte man wirklich die Zeit nutzen, auch, dass wir so quasi eine Gemeinschaft ja. Ja, das sehen bilden, viele nicht, oder? Die wissen das gar nicht, ne? Dass wir so eng miteinander verbunden sind. Mhm. Aber das ist tatsächlich so. Weil ich sehe niemanden als Konkurrenz. Ich meine, wir machen nie gleiches Design, wir machen nie das Gleiche. Ja, der eine mag das, der andere mag das. Viele sagen auch, ja, aber bei Brabus die Konkurrenz, das stimmt ja gar nicht. Also ja. Ich sehe Brabus nicht als Konkurrenz oder Brabus auch mich nicht. Also da sind wir viel zu klein für Brabus. Aber was ich sagen muss, ist, das ist alles Geschmackssache. Ne? Der eine sagt, so, klar, ja, der andere so. Zum Beispiel viele auch in unserer Branche, in der Fahrwerksbranche, denken ja, dass wir mit den Mitbewerbern überhaupt keinen Kontakt pflegen.
Also ich kann euch sagen, ich bin mit KW so gut, also die Firma H&R ist mit KW so gut befreundet. Das ist nach außen hin nicht präsent, aber wir geben uns die Hand, wir haben Informationsaustausch, das läuft alles freundschaftlich, super, absolut zufrieden. Ich finde das klasse. Ich finde, gemeinsam erreicht man viel mehr, wie wenn jeder seine eigene Suppe kocht. Ja, das war's hier wieder von uns aus Lindstadt und von der Firma H&R. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst uns ein Abo da, ein Like, ein Kommentar und natürlich der Firma H&R auch. Ja, die würden sich auch, glaube ich, freuen. Ja, gerne. Dass man der folgt. Also die haben auch jede Woche coole Autos, coole Bilder. Auf Instagram haben wir das, also HR-Spezialfedern. Auf Instagram teilen wir viel und auf unserem YouTube-Kanal auch HR-Spezialfedern. Da kann man auch immer ein bisschen gucken. Okay. Da drehen wir auch immer viele Videos für Autos jetzt, also nicht mit Moderation, okay. Aber halt die Fahrzeuge präsentieren wir da. Einfach mal vorbeischauen. Sehr schön. Okay, vielen Dank für alles. Bis dann. Danke, ciao.